Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. It's been a week, but it feels so much longer. Falls es euch auffällt, ich bin ungeschminkt, bis auf meine Wimpern-Extensions, da sieht man sowieso mal direkt geschminkt aus. Das bedeutet, nach langer, langer Zeit drehe ich mal wieder ein Get Ready With Me Video. Und passend dazu dachte ich, machen wir daraus einen Girls Talk. Und dafür habe ich euch gebeten, mir auf Instagram Fragen zu stellen, damit wir einen richtig nicen Girls Talk hier machen können und verschiedene Themen für die Mädels beantworten können. Aber natürlich freue ich mich auch da draußen, wenn der ein oder andere Junge mit einschaltet und dran bleibt. Und zwar, ich glaube, man hat immer so eine ähnliche Make-up-Routine. Und auch ich habe meine schon seit Jahren und habe die eigentlich nie richtig geändert. Aber einige Produkte lernt man ja dann doch nochmal kennen, probiert nochmal was Neues aus, benutzt jetzt statt einem Pinsel dann doch irgendwie einen Make-up-Schwamm oder. Und auch bei mir haben sich ein paar Kleinigkeiten verändert, weshalb ich dachte, es wäre einfach passend, das in diesem Video euch zu zeigen. Manchmal braucht man ja ein paar Inspirationen für ein paar neue Produkte. So, und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ich habe hier zum Geburtstag von einer Freundin so eine richtig nice Klammern bekommen. Ich wundere, wenn ich manchmal hier runter gucke, ich habe hier meinen Spiegel. Jetzt habe ich gerade kurz gewartet, weil unser Nachbar hat, glaube ich, gerade Rasen gemäht und ich hoffe, man hört es nicht. Jetzt hat er eben gerade aufgehört. Ja, und wie gesagt, nach 3 Jahren, ich freue mich so doll, habe ich endlich mal wieder Wimpern-Extensions machen lassen. Es geht ja doch nach einer Zeit manchmal ins Geld, aber wirklich, ich finde, jeder Cent ist es wert. Also einfach so aufzustehen, man sieht direkt fresh aus. Genau, ich hatte vorhin als erstes mein Gesicht gereinigt. Das mache ich immer, bevor ich mich schminke, damit man eine gute Grundlage hat fürs Make-up. Und da benutze ich immer noch die Produkte von Nu Skin. Ich kann euch gerne mal hier irgendwo das Video dazu verlinken, da hatte ich alles dazu erklärt. Und auch als Base benutze ich diese Daydream Creme. Genau, die trage ich jetzt erstmal auf. Und von der braucht man wirklich auch gar nicht. Die ist natürlich auch ein bisschen teurer, aber von der braucht man nicht viel, weil die sehr ergiebig ist. Und trotzdem ist die Haut perfekt, damit man ein bisschen was rauftragen kann. Eigentlich kennt ihr aus meinem Make-up-Routine, ich schminke mich im Alltag ja tatsächlich gar nicht. Aber wenn ich mich dann schminke, benutze ich immer die Foundation schon, ich glaube, seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren von Nu Skin. Ich glaube, seit 2 Jahren, da hatte ich noch ein Video zugemacht. Und die haben jetzt eine neue rausgebracht, schon seit einer Weile. Und zwar die hier. Die ältere, die ihr aus meinen anderen Videos kennt, die gibt es gar nicht mehr. Und die liebe ich auch sehr. Aber tatsächlich benutze ich gerade für den Sommer was viel Niceres. Und zwar den Hollywood Flawless Filter. Ihr kennt den bestimmt alle. Ich habe ihn mir gegönnt, weil ich einen Douglas-Gutschein hatte und 5 Euro dazu zahlen musste. Und eigentlich macht man den ja, soweit ich weiß, so wie ich es in anderen Videos gesehen habe, unter die Foundation, damit man eben einen nicen Glow hat. Aber für den Sommer finde ich diesen Hollywood Flawless Filter als Foundation einfach perfekt. Es ist sehr glowy und ich habe wirklich immer, wurde oft gefragt, ob ich, warum ich so braun bin und dass ich so einfach frisch damit aussehe. Deswegen kann ich den sehr empfehlen und für einzelne Pickelchen mache ich dann halt einfach immer nochmal Concealer drauf, aber das werdet ihr ja gleich sehen. Kommen wir jetzt aber auf jeden Fall auch zu den Fragen. Ich glaube, das ist ja auch mit am interessantesten. Wenn du eine Schönheits-OP machen müsstest, das ist groß geschrieben, was würdest du machen? Also ich habe wirklich gar keinen Drang auf Schönheits-OPs. Das Einzige, was an meinem Körper mich wirklich sehr stört, ist, dass ich, ja, ich habe eine sehr kleine Oberweite und viele sehen es als Vorteil und ich glaube, das hat in einigen Oberteilen auch einen Vorteil. Aber generell, ich habe wirklich kaum noch was. Es ist jetzt sehr intim, I know. Aber ich denke, für das Video ist es ganz passend. Und wenn man da eine OP machen würde, die vielleicht kostenlos ist und wenn die ohne Risiken wäre oder keine Ahnung, weil mir irgendjemand das schenken würde, dann wäre das Eheste, was ich machen würde. Also ich würde es, glaube ich, sag niemals nie, aber ich habe da trotzdem keinen Drang drauf, auch wenn ich gerne größere, eine größere Oberweite haben würde. Aber wenn jetzt jemand kommt, du musst eine haben, dann wäre es wirklich die Brust-OP. Ja, wobei es ja eigentlich wirklich auch manchmal Vorteile hat. Übrigens benutze ich immer dafür jetzt so einen großen Make-up-Schwamm von Real Techniques. Die benutze ich schon seit Jahren, wenn ich Schwämme benutzt habe und mache den vorher tatsächlich auch immer ein bisschen nass. Welche Eigenschaft, die du von deinen Eltern hast, liebst du an dir? Ich würde sagen, dass meine Eltern sehr unternehmensfreudig sind und auch sehr offene Leute sind und fröhliche Leute sind, also beide. Keiner von denen ist irgendwie jetzt total verschlossen oder so introvertiert. Und ich bin froh, dass meine Eltern mir das mitgegeben haben, weil, ach, keine Ahnung, ich traue mich irgendwie in der Öffentlichkeit alles. Ich habe kein Problem, irgendwie fremde Leute anzuquatschen oder irgendwie nach einer Frage zu fragen. Ja, also da bin ich sehr froh, dass diese Eigenschaft übergeschwappt ist.
Wenn du mal Kinder hast, was ist bei der Erziehung dir extremst wichtig? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Dadurch, dass ich ja in der Kita arbeite, sieht man ja praktisch, wie Kinder erzogen werden und wie das Endresultat letztendlich ist. Also auf was man vielleicht achten sollte, was vielleicht weniger wichtig ist. Aber im Generell einfach so diese Höflichkeitsform, dass Kinder immer Hallo und Tschüss sagen, Bitte und Danke und nicht einfach anfangen zu schreien, nur weil sie was haben wollen, sondern gerade wenn sie schon reden können, dass sie auch ihre Sprache zeigen. Und Selbstständigkeit. Ich finde, Selbstständigkeit ist so, so wichtig. Und dazu zählt auch, dass man einfach hinfällt und selbstständig aufsteht, ohne direkt, dass man hinrennt. Also das klingt jetzt so, als wäre ich dann eine Rabenmutter. Aber ich glaube, ganz viele da draußen wissen, was ich meine. Weil manchmal ist es so, dass Kinder direkt anfangen zu schreien, weil sie wissen, ah, okay, es kommt direkt jemand, obwohl mir gar nichts passiert ist und ich kriege in dem Moment Aufmerksamkeit. Aber es ist viel wichtiger, dass ein Kind auch lernt, selber aufzustehen, weil irgendwann ist man nicht mehr da und dann müssen sie es auch alleine schaffen. Ja, also ich glaube, das ist so der Punkt, der am wichtigsten ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass es ein offenes Kind wird und ein fröhliches Kind, ja, mit dem man einfach auch viel erleben kann, egal in welchem Alter. Ja. Irgendwie merke ich, dass ich nicht so richtig multitaskingfähig bin, weil auf der einen Seite will ich die Fragen beantworten, auf der anderen Seite will ich mich schminken, aber dann euch auch noch erklären, was ich hier mache. Auf jeden Fall, wenn ich meine Foundation oder den Flawless Filter aufgetragen habe, vor allem bei dem, dann probiere ich meine Pickelchen. Hier zum Beispiel habe ich gerade welche, ich glaube, weil ich ein bisschen genascht habe die Tage und mein Papa sehr ungesund gekocht hat. Ich glaube, es wirkt sich direkt einfach auf meine Haut aus. Ja, eine nächste interessante Frage, ob ich schon mal Bodyshaming erlebt habe und wie ich damit umgehe. Ich würde sagen, dass ich verschont geblieben bin und das eigentlich nie so richtig erlebt habe. Das Einzige, ich hatte mal früher einen Bekannten, der hat es immer so spaßig gesagt, irgendwie so, ne, ich weiß gar nicht mehr genau, aber irgendwie dick oder irgendwie so. Aber es war immer im spaßigen Rahmen. Aber letztendlich jemand, der sich in dem Moment wirklich dick fühlt, könnte das ja voll beleidigend aufnehmen oder dass es einen voll mitnehmen würde. Deswegen, ich bin froh, dass mich das nie mitgenommen hat, aber letztendlich war ich ja im Nachhinein trotzdem unzufrieden mit meinem Körper und dann habe ich ja was verändert. Aber egal, in welchem Rahmen Bodyshaming stattfindet, ob man sagt, du bist zu dünn oder du bist zu dick oder keine Ahnung, irgendwas, was mit dem Körper zu tun hat. Also es sollte niemals okay sein, denn wir wissen alle da draußen, dass jeder für sich zufrieden sein sollte. Und nur weil ich finde, der hat einen schönen Körper, dann ist der andere trotzdem schön. Also jeder hat ja ganz andere Ansichten und letztendlich kommt es ja auch darauf gar nicht an. Und man kann ja trotzdem seine Meinung haben, aber deswegen irgendwie jemanden runterzumachen oder so, finde ich. Oder ich glaube, es sollte selbstverständlich sein in der Gesellschaft, dass es gar kein Thema mehr sein sollte, obwohl es ja immer ist. Aber ich kann halt nicht so viel dazu sagen, weil ich es ein Glück noch nicht erlebt habe. Leute, eine Frage. Hast du schon mal darüber nachgedacht, einen OnlyFans-Account zu machen? Jedem das seine, jeder soll daraus machen, was er möchte. Aber ich definitiv nicht. Das kann ich direkt so beantworten. Wie müsste dein Traumtyp aussehen? Auch interessante Frage. Ich glaube, ich habe gar keinen bestimmten Beuteschema, würde ich sagen. Sondern ich finde es eigentlich voll wichtig, dass der einfach eine gute Ausstrahlung hat. Und ich glaube, damit kann man einfach mega viel bei mir erreichen. Wenn es jetzt so ein Trauerkloß ist und der voll so introvertiert ist. Ich glaube, damit könnte ich, also der würde mich dann, der kann noch so gut aussehen, aber ich glaube, der würde mich nicht catchen, weil ich das viel schöner finde, wenn ein Typ irgendwie ständig lacht und fröhlich ist und einfach eine gute Ausstrahlung hat. Aber im Generellen, ja, keine Ahnung, finde ich es irgendwie auch interessant oder macht es einen Typen gleich schön. Natürlich, wie ein Charakter ist, aber zum Beispiel auch einfach, weil ich selber darauf achte, wenn er selber so auch auf seine Ernährung und auf seine Pflege und auf sein Äußeres achtet und nicht einfach nur irgendwie sich schluderig anzieht. Ja, und irgendwie ein bisschen auch auf seine Haare achtet. Eigentlich früher dachte ich immer, ich stehe auf Blonde, aber eigentlich hatte ich nie einen Blond. Doch, mein Kindheitsfreund oder, na, da waren wir halt noch jung, sehr jung. Ich weiß gar nicht, ob man es so richtig mit einbeziehen kann. Der hatte blonde Haare, aber ansonsten hatte ich tatsächlich immer nur braunhaarige Jungs, obwohl ich eigentlich immer gedacht hätte, ich stehe auf Blonde. Aber das meine ich, dass man eigentlich, dass ich, glaube ich, gar kein Beuteschema habe, sondern der mich einfach catchen muss. Und ich glaube, dazu zählt vor allem die Ausstrahlung. Habe ich das nicht toll gesagt? genau, das war gerade ein bisschen zu viel Concealer, weil ich abgelenkt war. Und jetzt fragt ihr euch gleich bestimmt, was macht sie denn da? Will sie das nicht erstmal verblenden? Der ist auch neu. Achso, übrigens, der Concealer war, ihr merkt, ich bin total durcheinander heute. Um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht so viel geschlafen. War auch von Nu Skin, den mag ich sehr. Der setzt sich nicht ab und ich hatte davor noch nie einen Concealer, der sich bei mir nicht abgesetzt hat. Und dann habe ich zum Geburtstag von Leonie
diesen Benefit Rouge bekommen, ne? Ja, mit diesen ganz flüssigen. Und den trage ich immer so ein bisschen hier so auf und verblende das mit dem, ich hatte das mal in einem Video gesehen und habe das danach ausprobiert und irgendwie finde ich das ganz nice, verblende das mit dem Concealer zusammen und den mag ich wirklich sehr und vor allem auch für den Sommer ergibt es einen sehr nicen Finish. Ja, ich glaube, das mit dem Traumtypen praktisch habe ich so erklärt. Also ich glaube, den Traumtypen habe ich nicht, aber so im Allgemeinen würde ich einfach sagen, ja, gepflegt, ja, und einfach, ja, seine Ausstrahlung einfach. Ich würde wirklich sagen, es macht die Ausstrahlung. Also das ist mir voll oft schon aufgefallen. Streit in der Beziehung und ein guter Umgang damit. Also wichtig ist es immer zu reden, zu reden, zu reden und gar nicht irgendwie Sachen aufzuschieben und mit sich zu denken, oh, ich behalte es für mich und darüber müssen wir nicht reden, weil es ist ja nur was Kleines. Aber eigentlich sollte man, glaube ich, in einer Beziehung über jeden kleinen Pups praktisch sprechen. Weil wenn man es immer, auch wenn es nur was ganz Kleines ist, wenn man sich irgendwie, wenn man das in sich reinfrisst, dann irgendwann sprudelt sowieso raus. Und dann ist man vielleicht schon ein bisschen energischer oder emotionaler, je nachdem, um welches Thema es geht. Und ja, deswegen würde ich sagen, Kommunikation ist auf jeden Fall der Schlüssel für alles. Das ist einfach so. Und dazu zählt einfach auch, über die kleinsten Sachen zu sprechen. Denn auch die kleinsten Sachen können letztendlich zum Problem werden. Das ist hier ein bisschen doll. Also bei dem, ich glaube, ich bin ein bisschen überbelichtet, oder? Aber ein bisschen dunkler. So. Ach, irgendwie feiere ich das hier gerade zu sitzen. ja, also das würde ich sagen, so das ist der beste Umgang mit Streit. Und man sollte einfach Kompromisse auch eingehen, den anderen probieren nachzuvollziehen. Und es muss auch nicht, man muss auch, glaube ich, nicht immer auf eine Lösung kommen, aber es ist einfach wichtig, dass man es, glaube ich, mitteilt. Weil, wie gesagt, das ist ja das, was man in sich reinfrisst. Das Make-up-Produkt. Boah. Ein Contouring, Leute, das habe ich schon immer gesagt. Contouring macht für mich so, so viel aus. Und halt an sich auch eine hier Mascara. Aber jetzt, wo ich die guten Lashes habe, kann ich mir das ja zum Glück sparen, das Produkt. Aber ansonsten, safe Contouring. Ich finde, das konturiert das Gesicht einfach. Das macht so viel her. Also ohne Contouring oder Bronzer oder irgendwie irgendwas Ähnlichem könnte ich irgendwie gar nicht mehr. Ich musste bei einer Frage schmunzeln. Clubs, die du in Berlin empfehlen kannst. Also ich war natürlich noch nicht in so vielen Clubs, deswegen kann ich gar nicht sagen. Da müsste ich eigentlich jetzt Leonie hier zu mir holen. Die könnte uns das Ganze besser erklären als ich. Aber Leute, meine Freunde lachen mich mittlerweile schon aus. Und das ist eigentlich ein Ü30-Club. Pirates an der Warschauer Straße ist einfach, das hat einfach ein Niveau. Da ist auch immer Happy Hour, da kriegt man 2 für einen Drink. Und ja, da sind halt natürlich ältere Leute, aber die haben, also man wird da nicht irgendwie dumm angemacht und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man dort irgendwie so ein bisschen Angst haben muss oder so. Ich fühle mich da eigentlich immer ganz sicher. Außerdem hat man da draußen ja noch wie so eine Bar. Man kann vorher praktisch essen gehen, dann kommt man auch kostenlos rein, also wenn man vorher praktisch einen Tisch reserviert. Ich habe hier noch, ich habe eigentlich immer ein anderes Produkt verwendet, das ist leer. Deswegen habe ich meine alte NYX-Palette rausgekramt und ja, ich habe vergessen, dass ich damals eigentlich damit voll zufrieden war. Und jetzt benutze ich das gerade wieder zum Konturieren. Auf jeden Fall kommt man denn da kostenlos rein, wenn man den Tisch reserviert und kann dann da halt zum Beispiel was essen oder irgendwas Kleines einfach nur snacken oder einfach schon mal ein paar Cocktails trinken. Und man sitzt eben draußen direkt an der Spree, beziehungsweise auch wenn es regnet, ist es überdacht. Und ab 21 Uhr geht der Club praktisch los, auf 2 Floors, auch gar nicht so groß, eigentlich ganz gemütlich. Aber auch gerade für die Leute, die dann vielleicht irgendwie gar nicht so Bock auf Club haben, die können halt trotzdem mitkommen, weil die dann praktisch oben im Barabteil drin sitzen bleiben können. Und ich mag es auch in Pirates, dass es nicht so spät erst losgeht, weil sonst, oh ja, Clubs gehen immer erst so spät los. Und man kann auch vorher in eine Bar gehen oder zu Hause schon irgendwie mit den Freunden was machen. Aber manchmal finde ich es, wenn es zum Beispiel am Freitag so spät losgeht, echt ein bisschen anstrengend. Und dann finde ich es immer ganz cool in Pirates, dass es da einfach schon um 21 Uhr losgeht. Und dann, naja, dann ist die Stimmung vielleicht so gegen 22 Uhr da. Also geht ins Pirates, geht alle in den Ü30-Club. Das hat irgendwie ein Niveau. Ich habe ja hier so einen Schminktisch und richtig nice Lichter. Und ich habe immer das Gefühl, das Contouring ist voll stark und viel zu stark. Und dann gucke ich aber in einem anderen Spiegel und dann ist es wieder viel zu lasch. Ich habe das ja erst mit so einem festen Pinsel gemacht. Und dann benutze ich einfach nochmal immer zum Verblenden so einen lockeren Pinsel. Und benutze dann den Hoola Bronzer, um einfach das Ganze noch mehr zu konturieren und auch ein bisschen auch an der Stirn. Auf jeden Fall, eine Frage fand ich auch super cool. Moment, ich muss es wortwörtlich vorlesen. Catchen und welche Eigenschaft würde ihn direkt rauskicken?
wenn der Typ keine Ziele und keine Pläne im Leben hat. Leute, Typen da draußen müssen Ziele und Pläne haben und Vorstellungen vom Leben und irgendwie irgendwas erreichen wollen und ja, oder zum Beispiel auch einfach gleiche Interessen wie ich haben und auch eine Familie aufbauen wollen, weil, ja, keine Ahnung, wenn man, also man muss nicht immer an die Zukunft denken, man muss auch nicht immer denken, boah, das ist direkt der Typ fürs Leben oder so, aber ich finde, wenn man direkt in eine Beziehung geht und man hat ganz andere Einstellungen vom Leben und von der Zukunft, dann macht es ja auch irgendwie gar keinen Sinn, weil man hofft ja, dass mit dem Partner die Zukunft entsteht und man, dass man sich einfach was aufbauen kann. Deswegen auf jeden Fall gleiche, es müssen nicht immer alles gleiche Vorstellungen sein. Ich meine, auch da kann man Kompromisse schließen, aber so ähnliche Sachen auf jeden Fall. Und Leute, Humor. Also wirklich Humor beziehungsweise einfach lustig drauf, fröhlich sein. Ich glaube, die Sachen sind voll wichtig. Und auch das, was ich vorhin gesagt habe, also irgendwie klingt es ja ein bisschen gleich, wo wir über das Aussehen vorhin gesprochen haben, eine gewisse Pflege, ne? Also nicht jeder muss perfekt aussehen und auch nicht immer perfekt riechen, sondern dass der Typ einfach Wert auf Hygiene legt. Ich finde, das ist super wichtig. So, wenn ich mein Gesicht dann konturiert habe, Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich übelst durch den Wind spreche. Ich bin es auch ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich einfach nicht so viel geschlafen habe, aber mich tatsächlich jetzt sowieso fertig machen wollte. Und deswegen hat es mit dem Video perfekt gepasst und ich hatte richtig Bock auf dieses Video. So, und jetzt habe ich konturiert. Eigentlich würde ich jetzt meine Wimpern machen. Und wenn ich feiern gehe, was jetzt gleich der Fall ist, mache ich eigentlich auch immer ein bisschen Lidschatten rauf. Aber dadurch, dass ich gerade aktuell Wimpern-Extensions habe, mag ich das eigentlich schon ohne Lidschatten, weil dann fühle ich mich nicht ganz so doll geschminkt, weil man sieht ja mit Wimpern-Extensions dann doch eigentlich immer extremer geschminkt aus, obwohl es man ja das an sich nicht ist. Dann mache ich noch meine Augenbrauen, immer noch mit diesem Produkt hier. Ich muss gleich wieder ein bisschen Speicher freigeben für meine Kamera. Ich kann nur noch eine Minute filmen. Das werde ich jetzt mal tun. Und normalerweise, Leute, bin ich einfach, wenn ich mich hier schminke, vor allem jetzt auch ohne Wimpern, in 10 Minuten fertig. Aber einfach dadurch, dass ich quatsche, dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger. Ich werde mal ganz kurz mit diesem Gerät, das ist einfach mal vom Lidl gewesen, ich liebe das aber, meine Augenbrauen hier unten kurz ab, also wieder frisch machen. Ich muss immer voll aufpassen, jetzt, dass ich meine Wimpern nicht mit abrasiere. So, das war's schon. Dann erspare ich mir die Schmerzen vom Wimpernzupfen. Und dann kommt dieses gute Gel zum Einsatz. Dann auch eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, ich beantworte heute die Fragen echt schnell. Wir haben viele Fragen mit reingeschafft. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so viele mit reinnehmen kann. Kannst du dir vorstellen, alleine zu reisen, essen zu gehen, ins Kino zu gehen? Also jetzt alleine ins Kino gehen, bin ich ganz ehrlich, glaube ich, würde ich nicht machen. Also weiß ich nicht, das muss ich schon irgendwie teilen. Ich bin jetzt eh nicht so, also ich gehe gerne mal ins Kino, aber wirklich super selten. Und deswegen alleine, das müsste ich auf keinen Fall machen sowieso, weil ich bin ja nicht so der krasse Filmschauer. Ich glaube, die Leute, die mich länger verfolgen, wissen das schon. Aber alleine was essen gehen, safe. Also würde ich auf jeden Fall, ich würde mir auch alleine Bowl holen und mich an die Spree setzen und einfach das Wetter genießen. Wenn vor allem da draußen keiner Zeit hat oder ich mir so denke, boah, ich brauche einfach mal Zeit für mich und will trotzdem nicht einfach zu Hause zu chillen. Also auf jeden Fall. Und mit dem Reisen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so sage, aber tatsächlich, ich war ja jetzt im Juni im Urlaub, auch nicht alleine, aber da war tatsächlich erst die Option da, dass ich alleine fliegen würde. Genau, weil da war es auch die Zeit übelst stressig und so mit der Hochzeit. Und ich war wirklich so, übrigens, also ich mache, wenn ich immer das Gel hochgemacht habe, also meine Augenbrauen mit dem Gel hochgemacht habe, mache ich dann hier an der Grenze die wieder ja, einfach so sleek, dass sie in die gleiche Richtung gucken. Ja, da gab es die Option, dass ich erst alleine fliege, genau, weil erst keinen Urlaub auch bekommen hätte. Aber war ja dann doch nicht. Aber der Gedanke war da tatsächlich das erste Mal da. Und auch jetzt für den Sommer, da mein Sommer jetzt aktuell gerade sehr spontan aussieht und mein Urlaub, sage ich mal, so ein bisschen auf Eis gelegt wurde, ja, weiß ich tatsächlich nicht, was ich so richtig mache. Und ich könnte es mir dann auch vorstellen, angenommen, ich habe das Geld, dass ich irgendwie alleine was mache. Und ich glaube, ich stelle mir das auch ganz cool vor. Das wäre irgendwie mal eine ganz andere Experience, sich selber nochmal kennenzulernen. Und auch nochmal, ich bin ja schon sehr offen und ich würde sagen, ich traue mich schon viel. Aber das wäre für mich nochmal ein nächster Schritt, nochmal selbstständiger zu sein. Und ich glaube, man würde so viele witzige Leute kennenlernen, wenn man alleine ist. Man chillt ja bestimmt nicht die ganze Zeit allein. Ich meine, gerade wenn man jung ist, dann hat man ja die Chance,
so viele Leute kennenzulernen. Und ich glaube, dass ich das tatsächlich irgendwie irgendwann auf jeden Fall auch mal machen werde. Und wenn es irgendwie nur so 3 Tage sind oder vor allem in der Türkei, das sehen natürlich vielleicht ein bisschen einige kritisch und sehen es als gruselig an, aber gerade selbst wenn ich in die Türkei fahre, einen All-Inclusive-Urlaub und nur in der Hotelanlage bleibe, weil ich mich vielleicht doch nicht alleine raustrauen würde, obwohl das auch nicht der Fall sein wird, ja, dann würde ich, glaube ich, auch dort alleine hinfliegen, weil ich mich einfach im Hotel safe fühlen kann. Also mittlerweile, wie gesagt, bin ich auf dem Stand, dass ich sagen würde, ja, ich würde wirklich mal gerne die Experience, ich bin sogar ein bisschen gehypt drauf, auch alleine wegzufliegen. Keine Ahnung, wann stattfinden würde, aber generell würde ich wirklich sagen, ja, und würde es gar nicht mehr mit Nein beantworten. So, und eins der letzten Steps ist letztendlich, dass ich meine Augenbrauen hier drunter noch highlighte. Ich habe hier einfach, boah, der ist schon uralt, das war mal von Catrice, so ein Stick, womit man einfach hier die Augenbraue perfekt highlighten kann. Ich mache dann immer so einen Strich und dann verblende ich das Ganze nur mit einem Pinsel. Und zum Abschluss, das werde ich öfter mal gefragt, wenn ich so eine Fragerunde mit reinnehme, wie läuft meine Uni? Und ich würde sagen, damit beenden wir dann das Video auch. Ja, ich bin ja wie gesagt gerade im 6. Semester, für die, die es nicht wussten, und schreibe gerade meine Bachelorarbeit und habe gerade aktuell, ich muss gerade sagen, dass ich eine Zeit lang richtig schnell war und jetzt stockt es gerade ein bisschen wieder, aber ich habe jetzt nochmal neue Bücher bestellt und hoffe, dass ich so Mitte August wirklich fertig bin. Und habe gerade ungefähr 38, 39 Seiten. Ist ja an sich schon voll gut. Und ich muss 50 bis 70 Seiten schreiben. Und ich denke, auf 70 Seiten komme ich gar nicht. Und das brauche ich ja auch nicht, wenn 50 bis 70 Seiten okay sind. Und ja, deswegen würde ich sagen, läuft es eigentlich soweit ganz gut. Aber jetzt muss ich natürlich erstmal nur noch hoffen, dass ich dann die Bachelorarbeit letztendlich auch bestehe. Ey Leute, ich will mir nicht vorstellen, wie das sich anfühlt, wenn man gehört bekommt, man hat die Bachelorarbeit nicht bestanden. So, und dann habe ich als allerletztes noch dieses Produkt von Fenty Beauty. Den habe ich auch schon sehr lange und habe einfach wieder den neu für mich entdeckt. Früher habe ich den einfach immer so aufgetragen, das mochte ich aber nicht. Jetzt benutze ich hier so einen Pinsel für und highlighte hier dann nochmal mein Gesicht und meine Nase. Und dann bin ich eigentlich schon wieder ready mit meiner Make-up-Routine. Als allerletztes kommt dieser Maybelline Lipstick auf meine Lippen. Leute, der hält den ganzen Abend, das kann ich euch wirklich versprechen. Und da mache ich gleich noch eine Haare. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich mit dem machen soll. Ich glaube, ich lasse sie einfach offen und kämme die mit den Dyson nochmal so ein bisschen voluminöser. Zeige ich euch dann gleich natürlich nochmal. Und dann ziehe ich mich um und dann bin ich ready für den Abend. Wenn ich da ein natürlicheres Finish haben will, dann nehme ich immer ganz gerne nochmal so ein Taschentuch und tupfe das so ab. Knowing that you're not alone makes it harder. They say to wait as long as it takes, but you didn't wait. Ja, Leute, ich habe gerade noch ein bisschen probiert, auf die Schnelle meine Haare zu föhnen und voluminöser zu machen, aber ich bin gerade echt ein bisschen im Zeitstress, deswegen muss es dabei bleiben. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren mit meinem Make-up-Look und konnte hoffentlich auch spannende Fragen beantworten, die euch da draußen interessieren. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen, Kommentar in der Kommentarfunktion, ansonsten natürlich auch über jedes neue Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr hier wieder auf meinem Kanal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ciao! Pictures beside her. And I'm still here learning how to live.